Und herzlich willkommen zu Folge 135. Ja, ist es nicht mehr lang? Weihnachten, die letzten zwei Folgen kurz vor Weihnachten. Ja, ich habe in der letzten Zeit viel aufgenommen. Das heißt, ich konnte euch keinen letzten guten Advent wünschen. Deswegen, wenn wir jetzt noch zeitnah die Monsters aushaben und denn ich habe nicht was kleines Spezielles vor. Das heißt, wir werden ins Dorf ein bisschen reinlaufen und da sozusagen einen kleinen Tannenbaum aufbauen für die letzten vier Folgen, damit wir sozusagen ein kleines Flair in Weihnachten reinbekommen und wir halt ein bisschen was sozusagen Feierliches haben. Zusätzlich möchte ich sagen, ich habe in der letzten Zeit ein bisschen rumgeguckt und versucht, noch ein paar Mods zu hinzuzufügen. Und zwar wäre das einmal Nuclear Control, Web Power, welches aber jetzt Project heißt. Ich müsste lügen, da Project Red. Da bekommen wir jetzt Redstone wieder und Lampen. Und dann habe ich noch, was habe ich denn noch hinzugefügt? Irgendwie Mod hatte ich noch zu hinzugefügt. Nuclear Control und dit. Und Red, genau, dieses Rednet. Ach, Rednet sei schon, dieses Red Power wieder. Und die Lampen sind natürlich auch dabei. Das heißt, wir werden hier im späteren Verlauf dieses hier ein bisschen umstrukturieren. Dann brauchen wir auch nicht mehr so viele PCs. Dann können wir nämlich sozusagen von fünf Seiten Kabel anlegen. Denn dieses Bundle-Cable, was da ist, funktioniert irgendwie mit dem Computer wieder nicht. Habe ich nämlich in der letzten Zeit ein bisschen ausgetestet, ein bisschen getüftelt, wieder ein Programm geschrieben, dass wir das halt schaffen werden. Dann wird in der Zeit noch passieren. Ich werde hier ein bisschen umbauen. Hier kommt die Schlachterei drauf. Ich habe mich mit dem Mod Tinkertables ein bisschen auseinandergesetzt. Das kommt natürlich auch noch zu. Wie ihr seht, haben wir auch noch einen neuen Baum. Das ist noch alles. Also wir haben auf jeden Fall noch genug in Angriff zu tun. Und bevor wir eigentlich diesen Baum hier setzen, werde ich das erstmal hier rein schmeißen. So. Was ist er denn hier drin? Ach so. Der Steinbruch, genau. Dann habe ich noch in letzter Zeit gesehen, oh, die ganzen Schmetterlinge sind wieder aktiv. Ja, ich habe es irgendwie hingekriegt, dass die wieder hier rumfliegen. Frag mich nicht, wie, keine Ahnung, warum ich es geschafft habe oder wie es möglich war, dass die wieder da sind. Und da ich ja sowieso gerade hier bin, würde ich sagen, klopp ich mal noch ein paar Dinger hier weg. Silverlime, Silverlime. Cherry habe ich ja schon, das habe ich nämlich schon gemacht. Das ist nämlich vollkommen super, dass ich den gefunden habe. Aber warum leckt das denn? Ich habe doch schon. Ich muss mal gerade nachgucken. Ich habe doch schon mehr hinzugefügt, ja. Komisch. Also wenn ich auf dem Server spiele, funktioniert das einmal frei. Und wenn ich jetzt im Einzelplayer bin, keine Ahnung, warum das denn so ist. Ich habe das nämlich auch ab und zu in den Aufnahmen gesehen, weil ich muss ja immer wieder einen Titel dafür mir einfallen lassen. Aber das ist dann irgendwie total komisch dann. So, wir werden hier vorne nicht die Tannen abholzen, wir werden ein bisschen weiter nach hinten gehen. Weil, wie gesagt, ein bisschen paar Tannenbäume und ein bisschen vielleicht Schnee oder sowas, dass wir halt damit ein bisschen die Stadt dekorieren können. So. Ich würde sagen. So. Den nehmen wir weg, den nehmen wir weg. Dann haben wir auch noch ein bisschen Holz, das wir auch noch ein bisschen verarbeiten können. Ist ja auch nicht so schlecht. So, wir sind ein bisschen außerhalb, das heißt, ich kann den Magnet anschalten. Den schalte ich ja dann normalerweise immer ab, wenn ich bei mir im Dorf bin. Der Grund liegt ja darin, damit ich bei der Baumfarm nicht die ganzen Setzlinge einsammle und die natürlich weiterarbeiten kann. So. Hier so ein bisschen abholzen. Auch das Gras, das brauche ich doch nicht. Das brauche ich nicht hier in der Minecraft-Version. Das brauche ich höchstens in Vanilla für ein Lagersystem. Also gerne auch vorbeischauen. Automatisches Lagersystem ist vorgestellt, das heißt, ihr könnt da gerne nachgucken. Ist ein recht interessantes Tutorial. Sind noch andere bei, also nicht die Scham dran freuen und einfach mal vorbeischauen. So, wie gesagt, Weihnachtszeit steht an, dann ist ja auch noch bald Silvester, da werden wir auch noch sozusagen ein kleines Special starten. Ich werde jetzt hier nicht so heißen, oh, hier lese ich was vor oder sowas oder aus dem Buch irgendwas vorlesen. Nein, das werde ich nicht veranstalten. Ich könnte mich auch einfach ins Kaminfeuer setzen sozusagen und hier, wie gesagt, euch ein kleines Märchen vorlesen. Aber warum? Das Leben geht weiter, in Minecraft auch. Die Tage halten nicht an. Deswegen starten wir auch rigoros hier weiter. So, ich bin mal nämlich gerade noch so frei, dieses Kies überall einzusammeln. Dafür brauche ich aber eine normale Schaufel oder eine Dia-Schaufel. Denn anders lässt sie dann nicht abbauen. Auch mit dem Drill nicht. Das habe ich schon ausprobiert. Deswegen brauchen wir einen Diamanten. Haben wir eine Sticks hier? Stickies. Da haben wir Sticks. Hier konnte ich doch craften. Genau. Aber ich muss erstmal wieder reinkommen, weil ich habe in der Zeit erstmal ein bisschen viel Vanilla Minecraft gespielt. Das heißt, auf dem Hexe-Server war sehr interessant. Nun ist leider das Projekt auch abgeschlossen. Dann haben wir uns entschlossen, wieder mit Centus und Co. zusammenzuschließen.
Das heißt, es sind wieder drei Bekloppte unterwegs und spielen Hexed und Unleashed in einem Pack zusammen, das rigoros sozusagen angekündigt worden ist bei uns. Wir sind ja nicht die Größten, das heißt, abonnententechnisch, das heißt, müssen wir mal schauen, wie das halt immer noch so ankommt. Das ist mal so, also wir machen da sehr viel zusammen, haben sehr viel ausprobiert, versuchen noch immer viel zu machen. Und für uns ist es eigentlich sozusagen ein kleiner Fun und nicht immer hier alleine zu sitzen. Natürlich werde ich das Projekt hier weitermachen, solange es geht, solange mir noch vieles einfällt. Wir haben ja noch genug zu tun. Ich bin ja auch nicht so, ich mache ja nicht nur für Technisches, wenn es sein muss. Kann es auch wirklich dann ins Detail vom Bauen gehen, das ist natürlich auch möglich. Aber warum ruckelt das denn so? Unglaublich, ich habe doch da schon 5 GB zugewiesen. Das ist manchmal wirklich komisch, 500 GB, glaube ich, sind das. Und das ist wirklich extrem, dass das wirklich so viel Leistung hier frisst, wenn ich das anhabe. Naja, können wir auch nichts machen, so, aber hier, das ganze Zeug müssen wir mitnehmen. Das brauchen wir nämlich alles, das ist sehr wichtig. Für was sehen wir halt später. Aber erstmal hier noch so ein paar Bäumchen abfallen. So, hier hätten wir auch sozusagen eine kleine Fläche, wo wir noch andere Bäume aufsetzen können, damit wir halt, ich glaube, Wind Willow und sowas bekommen, dass wir die auch in Pattern haben. So, ich glaube, das sollte aber auch reichen. Dann geht's zurück, zurück. So. Ruckel, ruckel, ruckel. Ich weiß nicht warum. Es läuft doch gar nichts. So. Dann hole ich mir noch ein bisschen Knochenmehl. Also die Bienen laufen jetzt weiter. Das werden, glaube ich, auch nicht mehr werden. Vielleicht mal irgendwo da abgelegen. Vielleicht noch da eine, dass ich halt eine andere Kreuzung bekomme. Oder halt fürs Zwischendurchkreuzen sozusagen. Aber anders wird es, glaube ich, nicht mehr passieren. So, euch nehme ich... Was war das denn gerade hier? Lerche. Weiß ich gar nicht, ob ich die habe. Ich habe die, glaube ich, noch gar nicht, oder? Da muss ich jetzt aufpassen, nicht, dass ich die dann wegschmeiße und nicht mehr habe. Ein Silver Lime? Ne, Lerche habe ich noch nicht. Weil die anderen beiden stammen ja aus dem Dorf. Und da ist ja noch ein dritter. Das heißt, es kann natürlich bis hin, dass wir jetzt gleich noch einen dritten Villager haben, der noch uns so ein paar Dinger verteilt. So, Knochenmehl, genau. Habe ich denn noch genug? 8 Stück hier. Oh, habe ich keine Knochen mehr? Bin noch gar nicht einsortiert. Scheint ja nicht zu sein. Das heißt, die werden noch irgendwo hier im Umlauf sein. Eieiei, da haben wir auch nicht mehr so viel. Dann nehme ich mal ein paar raus. So. Ach komm. Was soll's? Können wir auch so machen. So, dann werden wir uns jetzt mal fix ins Dorf begeben. Ich glaube, da hinten war auch noch so komisches Gieß, genau. Die Büsche, die werden alle wegkommen, denn ich habe jetzt andere Grundnahrungsmittel. Aber bis dahin dauert das noch einen Moment. Denn ich, wie gesagt, die Schlachterei steht ja noch an. Äpfel habe ich ja auch noch, glaube ich, massig. Also, was da alles an Material ist zum Essen, ist eigentlich, glaube ich, rigoros groß genug. So, jetzt kommen wir ins Dorf rein. Dann wird vielleicht nochmal ein bisschen erweitert. Das muss ich auch nochmal schauen. Vielleicht ein paar andere Türme, die Türme ein bisschen noch anders aussehen lassen. Aber wie gesagt, Projekte, Projekte, Projekte. So, wo setzen wir den denn hin? Hier vorne hin? Oder mitten ins Dorf? Da hinten ist, glaube ich, ein bisschen mehr Platz. Na, lädt das schon wieder den Chunk nicht. Das hatte ich auch schon mal öfters. Das ist immer ein bisschen blöd. Mit den Chunks hier. So, oh, nicht das. Das wollte ich haben. Ach so, Options. Ich muss ja, glaube ich, Grafik. Ja, da reicht normal. Da hauen wir nochmal die maximal FPS rein und dann glaube dann geht es noch einen Moment besser. Jo, da steigen auch die FPS. So, jetzt will ich hoffen, dass das irgendwie funktioniert. So. Einfach mal hier ein bisschen durchklicken. Ist natürlich jetzt das Problem. Macht er denn das? Wenn ich das jetzt ein bisschen wegmache hier. Oh, das nicht. Ja, der kommt ja gleich wieder hoffentlich. Das geht auch. Da, jetzt habe ich keinen.
Jetzt habe ich keine Knochen mehr und wir hauen die ganzen Dinge ab. Ah, okay, da kriege ich doch wieder einen Rappel, dass das hier nicht funktioniert. Dann werden wir das anders machen. Ich habe doch hier diese Blätter. So, mit den Blättern holen wir uns mal ein bisschen ab hier. Dann bauen wir uns einen eigenen Baum. Warum nicht? So, den machen wir ein bisschen hoch. Upp. Der muss auch nicht so hoch sein, das heißt. So hoch muss ich das jetzt nicht übertreiben. So, auch ein paar Dinge können wir noch machen. Ich glaube, das sollte aber von Höhe reichen. Und jetzt werden wir hier ein bisschen dekorativer drauf werfen. Klatsch. Achso, jetzt habe ich natürlich. Doch, habe ich. Hab ich dabei. Das heißt, wenn ich den jetzt mal kurz auflade hier, wird das schon okay sein, oder? Ja, der lädt sich wieder auf und hier irgendwie noch mal drei hier. So. Muss ja gleich noch Paare holen, dass das halt ein bisschen besser aussieht vom Aufbau her. Ja, das reicht vollkommen. Also ich muss jetzt hier nicht so ein extremes Ding hier hinsetzen. Und dann habe ich mir überlegt, ich habe ja diesen Mod drinne, damit ich diese Lichter wieder habe. Da, genau. Laternen, dann baue ich halt. Wie macht man die nochmal? Oh, wow, da muss ich einen Cleanstone brennen. Gold brauche ich und in die Hölle Glowstone muss ich holen, anscheinend. So, ist der eine denn ausgewachsen? Da ist einer. Und da, genau, der müsste ausgewachsen sein. Da ist einer. Uah. Genau. Dit. Schauen wir mal ins Fenster, da ist der andere. Und da ist der Bienenmann, also hier ist irgendwo noch einer. Nö. Also das habe ich mir sehr gut überlegt, dass das so funktioniert halt mit den ganzen Villagern. Und ich schaue wieder auf Uhr, so langsam neigt sich auch wieder die Folge dem Ende. Ist ja auch nicht so das Tragische. Wir kommen ja da beim nächsten Mal wieder. Ich meine, ich habe doch drei hier gehabt, oder nicht? Habt ihr noch ein Haus da hinten? Also irgendwo auf jeden Fall ist noch ein dritter hier. Hier muss auch sozusagen noch ein Tor rein, was sich hochfährt und runterfährt. Es dauert ja noch einen Moment. Aber da haben wir ja genug zu tun. Dorf muss ja auch noch abgerissen werden. Werde ich dann entweder mit einer Quarry machen oder sowas. Oder mit einem. Ja, mit Filler kann man das ja nicht machen. Das heißt, da muss ich auch schon, dass das irgendwie funktioniert. Dass das gut läuft. So, Monster sind ja aus, da muss ja auch noch die Farm hin. Wie viel Energie habe ich noch genug? Knochenmehl brauche ich nicht, aber ich brauche. Was hast du denn auf dem Kopf? Ach, eine Diamantangel. Ich wundere mich schon. So. Dann gehen wir mal hier hinten noch ins Schneegebiet. Oh, hier sind aber genug Lilypads mittlerweile, sehe ich. Also da räumt die Biene auf jeden Fall super auf. Da ist wohl auch noch eine Schneebiene. Die können wir aber meinetwegen, da ich ja sowieso eine habe, abbauen und dem Villager als Opfer geben, sozusagen, damit wir halt noch ein Emerald bekommen. Gib mal her, danke. So. Brauchen wir, wie gesagt, noch ein paar hier. Muss ja nach was aussehen. Oh, da ist schon wieder alles leer. Das ist auch ein bisschen schade, dass die Energie manchmal nicht reicht, die ich dafür veranstaltet habe. Naja, mit 53 kommen wir noch nicht aus. So. Aber ich glaube, wenn wir so stackweise das Ding haben, ist das ja eigentlich relativ egal. Ach, schon wieder alle. Meine Güte. Geht der ruckzuck. So. Klack, 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 klack. So. Weil diese Folgen werden jetzt langsam in die 15-Minuten-Folgen reingehen, sonst habe ich ja 10 Minuten. Das wird ja noch wieder so verlaufen, die 10 Minuten. Aber diese
Zeit jetzt zu Weihnachten hin und Silvester wird halt ein bisschen länger sein für euch, damit das halt ein bisschen besser ist.